Hallo, wir sind Zin Alpaka. Einer ist von uns leider gerade nicht hier anwesend. Und die Idee sagt uns jetzt, stellt uns jetzt Xenia vor. Ja, wir haben einen Prototyp für ein Spiel entwickelt. Ja, unsere Idee war, dass es einen Bauer gibt, der 10 Alpakas in seinem Hof hat. Und in einem Moment sind die 10 Alpakas ausgebrochen. Ja, und das Ziel des Spiels ist, dass der Bauer die 10 Alpakas in 10 Levels einfängt. Ja, genau. Und zu jedem verschwundenen Alpaka gibt es eine neue Map. Und mehr dazu erzählt Conor. Die Umsetzung des Spiels ist, dass wir uns Maps erstellt haben, die Charakter modelliert, so wie das Alpaka, alles animiert haben und den Sound gemacht haben. Realisiert haben wir das Ganze dann mit Unity 3D. Die Terrain haben wir mit Verfahren technischer Generation gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, wird sich dann die Map verändern. Die Alpakas spawnen irgendwo anders. Auch haben wir verschiedene Physiken für die Bewegungen von den Alpakas, den Bäumen und alles anderem erstellt. Sind etwas kaputt, aber es funktioniert. Die Modellierung, dafür waren Alejandro und Emil zuständig, die deren Aufgaben waren, den Style für das Alpaka auszusuchen, den Kescher zu designen und dann alles zu modellieren, designen und dann zu animieren. Hier sind eine kleine Demonstration zu den verschiedenen Animationen des Alpakas. Zum Beispiel die Ohren. Das ist die Idle-Animation, also wenn es nichts macht. Und hier, wenn es angegriffen wird, das heißt, es macht die Ohren runter. Oh, jetzt. Und es flattert so ein bisschen. Also jetzt sollte es kommen. Hier ist es. Also wenn es Angst hat, dann zittert es so ein bisschen. Ja, und das ist noch eine alte Animation, einfach nur ein bisschen die Augen zwinkern und ja, süß. Das ist die Modellierung des Keschers. Dafür waren auch Emil und Alejandro zuständig. Die verschiedenen Modelle haben sie in Blockbench erstellt, was man eigentlich erkennen sollte. Ja, eins weiter. Wir haben verschiedene Tools erstellt, zum Beispiel halt den Cacher, was ihr gerade gesehen habt, und die Netscan. Gerade im Game funktioniert nur der Cacher. Die Netscan hatten wir vor, irgendwann später hinzuzufügen. Ja, perfekt. Das Ergebnis und ein Preview des Spiels zeigt euch jetzt Emil. Das Ergebnis? Du spielst jetzt, du drückst diesen Knopf und fertig. Ich soll den. Ja, du musst nochmal in den Screen reinfinden. Dein scheiß Game funktioniert. Also Vorführeffekt, es lädt gerade etwas. Unity mag uns nicht. Wie ihr seht, die Physiken des Alpakas sind noch etwas kaputt. Okay, das sollte natürlich nicht passieren. Sagen wir mal, es hat sich einfach nur zum Schlafen hingelegt. Es ist müde, wie wir alle wahrscheinlich, nach den 3 Tagen Jugendhackt. Es hat vielleicht zu wenig Mate getrunken, wer weiß. Ja, aber wie man sieht, gerade das ist die Testmap. Man ist einfach nur auf einem Grid, auf einer Map ohne Texturen aus irgendeinem Grund. Und ja. Perfekt. Das Endprodukt sollte ein vollendetes Spiel sein mit mehreren Levels und verschiedenen Maps. Also die Map verändert sich ja sowieso, aber wir wollten es halt so machen, dass zum Beispiel auch manchmal Schnee da ist oder halt verschiedene Events passieren, wie zu Weihnachten, Ostern. Ihr versteht, was ich meine. Wir hatten auch vor, Outfits für den Farmer und das Alpaka zu erstellen und dann eventuell noch mehr Tools hinzuzufügen. Danke fürs Zuhören. Ja, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das Spiel dann fertig haben.